Der Silvesterlauf in Peuerbach ist ein echter Klassiker. Zum 30-jährigen Jubiläum sind zahlreiche Weltklasseathleten nach Oberösterreich gekommen, um neue Topzeiten in Angriff zu nehmen. Bei gewohnt prächtiger Stimmung ist es in Peuerbach im Lauf der Asse einmal mehr die internationale Elite, die das Tempo macht. Allen voran der Kenianer Davis Kiplangat, der sich bereits nach wenigen Metern der 6800 Meter Distanz von seinen Verfolgern absetzen kann. Im Ziel hat Kiplangat dann mehr als 45 Sekunden Vorsprung auf die beiden Deutschen Martin Grau und Sebastian Händel. Als bester Österreicher läuft nach 8 Runden Peter Herzog als Sechster durchs Ziel. Dass es heute so gut funktioniert hat, hat mich selber überrascht. Ich bin zwar dann zum Schluss auf der Zielgeraden ein bisschen abgezockt worden von schnelleren Leuten. Meine Marathonbeine sind doch nicht so schnell am Endspurt. Auch bei den Damen können Österreichs Asse kein Wörtchen um den Sieg mitreden. Als Beste wird Julia Hauser mit einem Rückstand von knapp 2 Minuten Elfte. Den Sieg bei den Damen sichert sich wie erwartet die große Favoritin aus Kenia, Eva Cherono. Sie bleibt nur 4 Sekunden über dem Streckenrekord.